Herr Professor, bevor wir über den Nord Stream-Anschlag und die möglichen Verwicklungen der Ukrainer da sprechen, zunächst vielleicht mal ein Blick auf die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Die Ukrainer dringen im Westen offenbar weiter auf russisches Gebiet vor. Gleichzeitig weiter südlich geraten sie in der Region Donetsk, insbesondere rund um Pokrowsk, unter massiven Druck. Welche Rückschlüsse ziehen Sie da gerade? Naja, es ist das, was zu erwarten war, dass die Ukraine jetzt viele Kräfte bindet in der Region Kursk und ja auch wohl in Belgorod seit gestern und keine Unterstützung und sowie wenig Munition für die Kräfte in Donbass zur Verfügung steht. Also Berichte sagen, die Russen haben dort wieder eine Artillerieüberlegenheit von 10-1. Es fehlen die Leute. Und damit ist genau dieses Dilemma tritt da ein, das viele befürchtet haben, nämlich, dass der Vorstoß in Kursk und das Halten von Kursk zu Lasten sozusagen des Haltens der Front im Donbass geht. Und das scheint sich jetzt zu bewahrheiten.